Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Mainstream Box von Ohneherz. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mainstream von Ohneherz. Das Ganze am 10. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Ja, es ist eine Metallbox in Schwarz, das Ganze. Wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze im Detail ansehen. So, hier bei der Schweißnaht bietet sich das immer gut an. Der Albumtitel Mainstream ist auf jeden Fall sehr interessant, zumindest in meinen Augen, denn für mich ist Mainstream eigentlich seit einigen Jahren, aber gerade auch in der heutigen Zeit, eher eine Beleidigung. Also wenn man seine Musik als Mainstream bezeichnet, ist das in meinen Augen eher negativ. Aber wir schauen uns das Ganze mal an. Wir haben hier eine schwarze Box aus, wie gesagt, Metall. Hier oben lesen wir den Namen der Band, Ohneherz, darunter Mainstream. Und wir haben hier in der Mitte ein spannendes Cover. Es sieht für mich so ein bisschen aus wie so ein psychedelisches Bild. Es sieht aus wie eine, ja, wie so ein abgeschnittenes Gesicht, wie so eine Kieferansammlung, also viermal samt Bart und den Zähnen, wie so ein Röntgenbild oder so. Also auf jeden Fall sehr interessantes Cover. Ansonsten rundum in Schwarz glänzend. Und auf der Rückseite haben wir dann einen Sticker. Hier lesen wir Ohneherz Mainstream Limited Boxset. Dann haben wir darunter einen Barcode. Enthält CD im Digipack, Autogrammkarte, Patch und T-Shirt in Größe XL. Massacre Records, das ist das Label. Dann haben wir daneben die Katalognummer und das Ganze ist von worldofmerchandise.com angefertigt worden. Gut, soweit dazu. Dann schauen wir mal hinein. Es ist übrigens sehr selten, aber ja, ich glaube fast, dass das erste Mal ist, dass ich so eine Metallbox im Querformat gestaltet sehe. Die sind dann ja meistens doch eher so, hochformatig, aber dass das Ganze jetzt wirklich so quer gestaltet ist, ich hätte jetzt keine im Kopf, ist für mich, glaube ich, auch eine Premiere. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Shirt, dann haben wir das Album an sich, einen Aufnäher, einen Patch. Und dann haben wir hier eine Autogrammkarte. Von innen in Silber die Box. Der Boxdeckel hier zum Klappen. Machen wir mal zur Seite. So. Und das Shirt und das Album sind hier noch in Folie. So, beim Shirt werden wir wohl... Haben wir da nicht irgendwo immer... Nein. Okay, normalerweise ist das hier immer irgendwo zum Aufziehen. Dann schneiden wir mal rein. So. Und dann natürlich das Album. So, was lesen wir hier auf dem Sticker? Das achte Album der Deutschrocker Ohneherz. Produziert, gemischt und gemastert von Stefan Glass. Cover Artwork von Andreas Arnold. Darunter dann wieder die Katalognummer. So, nachdem wir uns diesen Sticker vorgenommen haben, werden wir das Ganze mal aus der Folie befreien und anschauen. So, wir haben hier auch wieder das Cover. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte jetzt ursprünglich auf der Box, dass wir hier rechts eventuell irgendwie eine Verschmutzung oder sowas haben, aber nachdem das hier auf dem regulären Cover auch drauf ist, ist das wohl beabsichtigt. Wir lesen hier oben wieder den Namen der Band Ohneherz, darunter Mainstream plus dieses psychedelische Vierfach-Grinsen da. So sieht das von der Seite aus. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Auch hier wieder ein bisschen so in dieser verunreinigten Optik, also es zieht sich hier durchs Artwork. Wir haben hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Tracks, wenn ich jetzt nicht verzählt habe. Und was haben wir hier da noch?
das Label, Barcode und das Ganze wurde vertrieben über Soul Food. Dann schauen wir mal hinein. Jawohl. Also auf der linken Seite haben wir einmal ein Booklet. Schauen wir uns an. Okay. Das dürften die Lyrics sein, oder? Ja, sieht gut aus. Also, wir haben hier die Lyrics in diesem Fall zu dem Track Mainstream. Und jetzt wird auch die Albumbedeutung, die Titelbedeutung etwas klarer. Also, es geht hier mehr so um die Gesellschaft bzw. um die breite Masse, die eben hier als Mainstream bezeichnet wird. Und dementsprechend ist es dann doch wieder eher, ja, beleidigend. Aber eben nicht auf die eigene Musik, sondern so auf die Gesellschaft bezogen. Weitere Tracks, weitere Lyrics. Das Ganze hier recht kontrastreich gestaltet. Also man kann das hier gut lesen, die Lyrics. Schwarz auf weiß oder eben dunkelgrau und weiß. Dann haben wir hier die vier Herrschaften der Band. Die vier Jungs. Dann geht's weiter. Lyrics ohne Ende. Sehr schön. Würde ich mir generell häufiger wünschen, Lyrics im Booklet. Und das war's dann. Hier nochmal die Tracklist. Sehr ungewöhnlich, dass man die auch nochmal aufs Booklet draufpackt. Und dann kommen wir zur Album-CD. Die ist in Grau gehalten. Sieht so aus. Hier in der Mitte dann wieder der Unherz-Schriftzug. Und dahinter auch nochmal diese Optik. Jawohl. So, das Ganze im Digipack. Dann kommen wir zum nächsten Boxinhalt. Wir haben hier mit dabei ein Shirt. Das Shirt ist, wie wir ja der Box schon entnommen haben, Größe XL. Also echt, echt groß. Die Größe konnte man meines Wissens nicht auswählen. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich trage dann doch meistens eher so M bis L. XL ist dementsprechend echt zu groß. Aber ja, es gibt sicher viele Leute, die mit XL sehr zufrieden sind. Wir haben hier ein schwarzes Shirt. Auf der Brust lesen wir hier wieder Unherz und Mainstream in diesem Dunkelgrau und Weiß. Ich muss ehrlich sagen, so die Schrift oder hier dieser Schriftzug, der hat schon was. Auch wenn ich jetzt generell nicht so der große Fan bin, wenn man einfach nur Albumname bzw. den Bandnamen darauf druckt. Aber so rein der Schriftzug, der kann auf jeden Fall was. Ansonsten haben wir nichts weiter aufgedruckt und auf der Rückseite ebenso das Ganze glatt schwarz. Und bei diesem Shirt haben wir es zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton Tearaway. Das Ganze ist 100% Baumwolle und Größe XL und made in Haiti. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und kommen zum nächsten Boxinhalt. Eine Autogrammkarte. Hier haben wir wieder die vier Herrschaften an einer Fassade. Sie sitzen hier an einer Bank. Okay, links lesen wir Unherz, rechts wieder Massacre Records. Auf der Rückseite. Oh, das ist eventuell. Ja, ist die Frage, ob das eine 110 ist. Eventuell wurde das hier wirklich durchnummeriert. Das würde mich natürlich freuen, wenn man das Ganze hier durchnummeriert hätte. Könnt ihr mir mal schreiben, wenn ihr die Box auch habt, ob ihr hier oben was anderes vorfindet. Also für mich sieht das aus wie eine 110, aber vielleicht interpretiere ich das auch falsch. Die vier Herrschaften haben hier auch allesamt unterschrieben. Also hier das Weiße, das ist nicht aufgedruckt, das ist hier tatsächlich handgeschrieben, kann man hier sehen. Und da haben sich alle vier eben verewigt. Felix, Andy, Benny und Christian. Und als letzten Boxinhalt haben wir noch diesen Patch hier, diesen Schriftzug Unherz, auch hier wieder in Weiß, dann die Kontur so in einem Silber-Dunkelgrau und dann in der Mitte wieder Weiß bzw. Hellgrau. Jawohl, das kann man sich dann aufnähen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Patch, dann die unterschriebene Autogrammkarte im Querformat. Das Shirt in der Größe XL sowie natürlich das Album im Digipack mit 15 Tracks. Jawohl, das alles
in dieser wunderbaren Box Mainstream von Unherz. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Unherz unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.